Sagen Sie mal, was ist denn mit der CSU los? Da haben die jetzt ihre Neujahrsklausur und keiner kriegt's mit. Im Kloster Banz. Banz, das ist das, was früher Wildbad Kreuth war. Kreuth war Kult. Das war das Sommermärchen im Januar. Da am Tegernsee, 18 Meter Schnee. Aber nur ein Telefon. Aber da, wenn der Strauß bloß laut neigschnauft hat, dann sind die in Kiel in Panik aus dem Haus gerät. Und die Sauna von Kreuth, das war der Verschwörungsort Nummer 1. Wenn wir nicht schon am Mond gewesen wären, dann hätten die da drin die Mondlandung inszeniert. Nackert! Da drin haben die einen Stoiber geköpft damals. Und die Gäste von Kreuth, aber der Klitschko, der Orban. Ja, und jetzt in Banz. In Banz der albanische Premierminister und ein Psychologe. Okay? Und die beiden waren bloß zufällig dabei, die haben sich bloß beim Skiurlaub verfahren. Okay? Und wissen Sie, was in Banz rausgekommen ist? Die Ampel muss weg. Ja, so eine Überraschung. Sie, die Ampel muss weg. Da braucht der Aiwanger kein Banz, das macht der Aiwanger vom Autotelefon aus. Okay? Aber der Söder, der hat dann in Banz erklärt zu den Bauern, wir stehen hinter euch. Ja, wo denn sonst? Ich auch, 40 Minuten hinter 200 Traktors. Ja. Und am Schluss sein Fazit, wir sind jederzeit bereit zu regieren. Ja, jetzt zittert der Scholz natürlich. Ich würde ja am Scholz seiner Stelle sagen, ja macht's, CSU, morgen um 8 geht's los. Und dann stehen es da, die CSUler vom Bundestag, bereit für die Schlacht. Der Ding und die Dorothee Bär, wo du bis heute nicht weißt, ob die jemals alle Reste von ihrem Latex-Dirndl wieder runtergebracht hat. Ja? Und von hinten, da drängelt der Straubinger Max, der seit 13 Jahren seine Nebeneinkünfte versteckt und damit jedes Jahr auf die Transparenzpflicht im Bundestag scheißt. Und der Peter Ramsauer, erinnern Sie sich, der ist auch da. Nimmer lebendig, der sitzt da schon noch drin als Versteinerung, denkmalgeschützt. Und nicht vergessen dürfen wir auch an Friedrich, der CSU-Friedrich, der zu den Grünen mal gesagt hat, Pädophilen, AG. Aber 500 Millionen verramscht hat für Ortsumgehungen in seinem Wahlkreis. Gut, eines, mit der CSU in der Regierung, da können Sie natürlich einen Gutenberg zurückholen. Der kann Plagiat. Der schreibt dann bei den Grünen ab und der Söder sagt, schaut's, was wir können. Wissen Sie, das Kloster Banz, das war früher ein Zentrum der Aufklärung. Die Mönche da drin, die haben gefordert Humanität und Vernunft, Bildung für alle und Toleranz. Und viel später, zu Fernsehzeiten, gab es dann da die Songs an einem Sommerabend. Und da war der Konstantin Wecker. Und der hat gesungen, wenn sie dann in lauten Tönen einzig ihrer Machtgier frönen, sage nein, mehr sage nicht.